es wird sich nicht zum Guten wenden, sondern noch viel schlimmer werden. Haben Sie sich deshalb nicht getraut? Wie bitte? Was meinst du, Myla? Sie haben den Brief geschrieben, der im Spiel den Menschen war. Sie haben die Botschaft verfasst. Seht ihr das nicht? Sie war die Einzige, die immer nett zu uns war und unsere Kreativität freien Lauf gelassen hat. Sie hat uns nie zu etwas gezwungen oder uns etwas kopieren lassen. Bei ihr waren wir immer frei. Myla hat recht. Fantastisch kombiniert, Myla. Was? Ich verstehe immer noch nichts. Frau Behn ist die Verfasserin des Briefes. Sie hat uns die Botschaft geschrieben, damit wir rebellieren und uns wehren. Nein, das habe ich niemals gesagt. Sie haben gesagt, dass wir die alte Bergwache wieder aufleben lassen sollen und dass Sie sich nicht dazu trauen. Ich habe geschrieben, dass das hier einmal der schönste Ort der Welt war und dass ich wünschte, dass man ihn so bewahren könnte. Ich wollte niemals, dass ihr euch alle in Gefahr bringt, dass ihr die Dozenten vertreibt und euch gegen die Erzieher stellt. Ihr habt eine Lawine in Zäumen gebracht, die nicht mehr aufzuhalten ist. Aber ihr geht es nicht mehr nur um vergangene, verloren gegangene Werte. Das hier hat eine viel größere Bedeutung für uns bekommen. Wir wurden verletzt, misshandelt und erniedrigt. Wir sind keine Marionetten. Wir wollen unsere Kindheit zurück. Wir wollen das, was sie damals hatten. Akzeptanz. Freundschaft. Spaß. Freiheit. Liebe. Sie haben gesagt, wir haben eine Lawine ins Rollen gebracht. Und das stimmt. Diese Bewegung ist nicht mehr zu stoppen und wir werden weitermachen, bis wir unser Ziel erreichen. Aber das habt ihr doch schon. Seht euch an. Ihr seid zu einer großen Gemeinschaft zusammengewachsen, die jeden von euch unterstützt und nicht im Stich lässt. Ihr seid füreinander da, respektiert euch, habt euch vielleicht schon lieb geworden. Das ist Werkwoche. Jetzt wisst ihr doch, wie es ist. Erzählen Sie uns doch mal, wie es damals war. Wisst ihr, früher hieß diese sogenannte Kreativfabrik noch Bleiberger Fabrik. Und naja, wie erkläre ich das denn am besten? Thank you.